Um von dem dreijährigen Abonnement mit vernetzten Serviceleistungen profitieren zu können, das im Kauf Ihres Fahrzeugs enthalten ist, müssen Sie dies im Fahrzeug einstellen. Sie können dann folgende Serviceleistungen nutzen: TomTom Echtzeitverkehrsinformationen, Wettervorhersage, Parkplatz- und Tankstellensuche inklusive der Preise in Echtzeit, falls verfügbar. Lokale Suche. Falls Sie diesen Service beim Kauf Ihres Fahrzeugs nicht gewählt haben, können Sie diesen immer noch jederzeit abonnieren. Sobald das Logo TomTom Traffic erscheint, sind die Serviceleistungen verfügbar. Die in diesem Video beschriebenen Schritte müssen bei laufendem Motor ausgeführt werden. Jetzt können Sie Ihre Serviceleistungen parametrieren. Klicken Sie auf dem Navigationsbildschirm das Zahnrad-Symbol an, um ein Benutzerprofil zu wählen. Die Konfiguration ist persönlich. Bei mehreren Profilen muss jedes individuell eingerichtet werden. Klicken Sie auf dem Navigationsbildschirm Menü, Einstellungen und dann auf den Reiter Karte. Wählen Sie Senden von Informationen zulassen aus, um die vernetzten Serviceleistungen freizuschalten. Wenn Sie Ihren Standort nicht weitergeben wollen, können Sie diese Parameter jederzeit über das Menü verändern, unterbrechen damit aber die Services an Bord. Bestätigen Sie mit OK. Klicken Sie das Symbol Benachrichtigungen an. Dann, um die Aktivierung der Dienste zu überprüfen, Datendienste. Klicken Sie das Symbol Weltkarte an. Nach einigen Sekunden muss der Zugang zu den vernetzten Serviceleistungen von nicht verfügbar auf aktiviert umspringen. Falls nicht, kontaktieren Sie den Kundenservice. Der Bildschirm muss jetzt verfügbar anzeigen. Es kann auch sein, dass Sie an Ihrem aktuellen Standort kein Netz haben. Bewegen Sie Ihr Fahrzeug und klicken Sie erneut auf Weltkarte. Jetzt wird rechts unten das Logo TomTom Traffic angezeigt. Nun brauchen Sie nur die Serviceleistungen auszuwählen, die Sie auf der Karte sehen wollen. Hierzu auf das Symbol Einstellungen Karte klicken und die gewünschten Services auswählen. Gute Fahrt!